So, weiter geht's mit dem Video heute am 3. Januar. Jetzt bin ich von Miesbach gekommen, fahre weiter ins Leitzachtal und dann nach Beischzell mit der Betaalp 200. So, jetzt bin ich im Leitzachtal. Ich bin ein bisschen abseits gefahren, der Wege da. Wunderschön. Jetzt geht es weiter Richtung Beischzell und Wendelstein. Können wir kurz runterschauen zur herrlichen Leitzach. Ich glaube, da drüber. Da fließt hier unten die Leitzach. Herrlich. Ja, steht ich mir nicht raus, oder? Ja, vor allem im Sommer die ganzen Motorradfahrer. Und heute fahren wir ein. So, jetzt bin ich gerade hergekommen. Und wie gesagt, dann geht's weiter. Das ist der Blick auf den Wendelstein. Der mal wieder hier zu mit, oder? Na? Jetzt hat. Naja, es ist doch nicht sonnig, aber es ist nicht kalt. Es hat etwa, ja, 0 Grad wird es haben. 0 Grad, 1 Grad plus vielleicht. Gut. Dann geht es wieder weiter. Kurzer Zwischenstopp in Beischzell. Ja, viel Schnee ist nicht da, ist auch nicht kalt. Und für den 3. Januar ein wunderbarer Motorradtag. Da schaut sich die Berge an, dann aufschaut da oben vom Wendelstor. Da oben ist er. Ja. Kein Schnee. Ja, da müssen die Bredelrutsche schon ein bisschen weiterfahren. Damit wir scheiß Skifahren können. Gut. Gehen wir wieder weiter. So schaut's aus. Beischzell. Ich bin jetzt die Sudelfeld-Passstraße raufgefahren. Da sieht man schon ein paar Bredelrutscher. Ein bisschen Schnee liegt schon, aber nicht viel zu wenig für die Freunde der zwei Bretter. Schaut es rüber. Schaut nicht besonders massig aus da.
geregnet. Jetzt hier weiter. Ja, da ist schon ein bisschen Schnee, kann mehr sein, aber wie man sieht zum Skifahren, für die ganzen Freunde der Bredlrutscher, die haben die Hexe gerade da. So, ich bin jetzt auf der Sudelfeststraße und fahre wieder runter nach Bayerisch Zell und dann Richtung Stückel noch Richtung Landl. Das geht da hinten jetzt hin. Da sieht man so hinten, da geht das Landl hinter. Genau. Gut. Dann starten wir weiter. Ja, das ist der Blick auf Bayerisch Zell und um den Wendelstein. Und jetzt fahre ich dann weiter Richtung Landl. Es geht dann über, da geht es dann weiter. So, ich bin jetzt kurz vor Landl, da ist deutlich mehr Schnee. Da sieht man schöne, verschneite Winterlandschaft. Herrlich. Da ist also mehr los, was Winterlandschaft betrifft. Ja, da wird auch fleißig geläubt. Das Läuten da. Und da fahren die Langlauf-Skifahrer. Da kommen wir jetzt auf ihre Kosten. So, ich bin jetzt in den doch schon etwas verschneiten. Ja, Landl, der Nähe von Landl in Österreich. So schaut es da aus. Schau mal da hinten in die Bergen rein. Schaut toll aus da oben.
Ja, jetzt bin ich in Landl vom vorherigen Filmpunkt, vielleicht 500 Meter weiter. So schaut es aus. Und das, glaube ich, ist für heute auch gewesen. Im Verschneiden Österreich bei in Landl.